Willkommen in Bordeaux, wir sind zurück in Frankreich zu einem neuen Tag bei diesem Turnier. Belgien gegen Irland, das nächste Spiel, Gruppe E, in der bereits gestern ein Spiel ausgetragen wurde. Italien gegen Schweden mit einem Unentschieden endete das Spiel durch das späte Ausgleichstor von Italiens Graziano Pedde. Jetzt also die nächsten beiden Mannschaften. Eine hat gewonnen mit Irland gegen Schweden, die andere zum Auftakt verloren. Belgien gegen Italien, die zweite Chance also für die Mannschaft von Marc Wilmots. Zunächst die Hymnen der beiden Länder hier im neuen Stadion von Bordeaux. Wir haben vom Spiel mit Trainer Marc Wilmots gesprochen, haben ihn gefragt, wie er mit der Mannschaft jetzt umgegangen ist. Er hat gesagt, wir machen es wie Spanien. Und meinte damit natürlich die Weltmeisterschaft vor 6 Jahren in Südafrika. Spanien verlor zum Auftakt als großer Favorit gegen die Schweiz, wurde anschließend Weltmeister. Fakt ist, Belgien muss heute gewinnen, damit die Chancen auf das Weiterkommen gesichert werden. Unverändert das 4-1-4-1 mit Nainggolan zentral hinter Witzel, Fellaini, De Bruyne und Hazard von Romelu Lukaku, der heute seine Chancen nutzen muss. Das ist die klare Ansage vom Trainer an seinen Stürmer. Für Belgien. Irland ebenfalls unverändert. Das 4-4-2 vorne mit Walters und Keane, die beiden gefährlichen Stürmer. Der eine ist der Rekordspieler in der Startformation mit 145 Einsätzen. Jonathan Walters daneben. Doppeltorschütze gegen die schwedische Mannschaft im Tor. Shake gewinnt 40 Jahre alt und trotzdem die Nummer 1, der Beste aus Irland, der das Tor hüten kann. Die belgische Verteidigung mit einigen Fehlern gegen Italien. Insgesamt aber vorne das Problem. Die Chancen wurden nicht genutzt. Das gilt es heute zu verbessern gegen Irland und es ist die große Frage, wie spielt die Mannschaft von Trainer O'Neill? Werden sie sich defensiv reinstellen? Im ersten Spiel haben sie das nicht gemacht, haben offensiv gespielt gegen Schweden, heute aber natürlich ein großer Gegner. Deswegen also die spannende Frage, was macht die Mannschaft aus der Republik Irland? So spielen sie bei der UEFA. Die beginnen wird in den weiß-grünen Trikots von rechts nach links. Belgien in rot-schwarz auf das rechte Tor. Robbie Keane, der Mann aus Los Angeles, aus der Major League Soccer. Eine der großen Ausnahmen, sonst die gesamte Mannschaft fast in England. Die Premier League auch für das Nachbarland, für die Nachbarinsel relevant für die Nationalmannschaft. Romelu Lukaku, Witzel, erster Spielaufbau des großen Favoriten, der im ersten Spiel gleich mal alles über Bord geworfen hat. Kein Problem, der Pass von De Bruyne für Mauran Fellaini. Das ist Walters. Lässt sich meist etwas tiefer fallen als sein Mitspieler Robbie Keane, der vorne wartet. Jetzt Walters. Schön gesehen für Hulen, aber gut aufgepasst von Belgiens Verteidiger Vertonghen. Zusammen mit Vermaelen, Kompany und Alderweireld in der Viererkette. Einwurf für Hulen. Keane. Alderweireld und Witzel rausgeköpft, nochmal nachgesetzt. De Bruyne, Partie läuft weiter über Lukaku. Fellaini wartet, abgegrätscht, heftig, aber alles fair von Verteidiger Auxerre. Gibt Eckball für Belgien, eine Elfmeterentscheidung im ersten Spiel mit einer Fehlentscheidung gegen Irland zugunsten eines Elfmeters für die schwedische Mannschaft, aber das Ganze nicht entscheidend, der verwandelte Strafstoß von Ibrahimovic. Jetzt Eckball, De Bruyne und Hazard hochgestiegen. Fellaini, schön gedacht, aber rausgeschlagen von Irland. De Bruyne. Das ist zulässig von Coleman. Nainggolan zurückgelegt. Witzel, nächste Chance. Hazard wieder Witzel, raus für Lukaku. Alderweireld. Und klasse gemacht von Reddy.
Gudrun, also heute spielen Sie das, was wir erwartet haben. Verteidigen und dann schnell nach vorne spielen. Möglichst Keane finden oder Walters. Dazu Hudan, ein schneller Spieler im Mittelfeld hinter den beiden Spitzen. Das sind die drei gefährlichsten gewesen gegen die schwedische Mannschaft. Keane, weiter für McGeady, abgelegt Keane. McGeady links ganz frei, nicht doch vorne oben. Jetzt dann noch abseits. War für mich gleiche Höhe, aber schauen wir nochmal. Doch deutlicher zu erkennen, dass da McGeady im Abseits steht. Hat die Verteidigung gut gemacht. Freistoß, Thibaut. Dort war der tolle Taten hatte gegen Italien. Dann eine Fehl- oder ein Patzer gegen Giacomo Bonaventura. Und das war gleich das Gegentor. Bitteres Spiel für den Mann aus London. Umso wichtiger heute seine Taten gegen die vermutlich wenigen Chancen, die dann aber gefährlich werden können durch Keane oder durch Walters. Axel Witzel. Und klasse gemacht. Wieder O'Shea gegen Hazard. Walters. Kompany auch mal heftig reingegrätscht. Genauso gut gemacht wie die irische Mannschaft. Das hat Marc Wimmert gesagt. So wollen wir spielen. Auch mal die Iren mit der eigenen Waffe schlagen. Hulen läuft alleine zu auf Courtois. Das ist die Chance. Hulen! Riesengelegenheit für Hulen. Vor Thibaut Courtois, etwas abgedrängt von Alderweireld und dann gescheitert, Außennetz nicht genutzt, Riesenchance für Erdans. Genau das ist ihr Spiel, so können sie richtig gefährlich werden. So wollen sie weiterkommen, die Ausgangsposition ist geschaffen durch den Sieg gegen die schwedische Mannschaft. Jetzt will man das Ganze krönen hier in Bordeaux mit dem nächsten Punkt gewinnen. Eben waren sie dicht vor der Führung gegen einen der großen Favoriten aus Belgien. De Bruyne, andere Seite, Fellaini. Gegen Brady, Flanke kommt durch. Nicht gut verteidigt, Nainggolan. De Bruyne und das ist die Chance, Lukaku! Auch Außennetz, wie Hulen, jetzt Romelu Lukaku. Vergibt die nächste Chance, toll angespielt von De Bruyne, nicht im Abseits, hätte gezählt. Und dann schafft er es nicht, den Ball wie Hulen ins Tor zu bringen. Abstoß für Shay Given, im April 40 geworden, immer wieder gab es Torhüter mit David Ford, die Irland auf die Position gestellt hat in der Qualifikation, in Testspielen, aber am Ende bei großen Turnieren immer wieder dieser Mann von Stoke City mit Shay Given, zusammen mit Keane, die Identifikationsfigur für Irlands Fußball, über Jahre den Fußball dort geprägt auf der Insel. Und vielleicht ist es dann ihr letztes großes Turnier. Kommt darauf an, ob man sich in 2 Jahren nochmal qualifiziert für Russland. Aufgabe wird schwer sein. Hier ja auch nur über die Playoffs dabei. Gegen Bosnien. Durchgesetzt in den Entscheidungsspielen, nachdem man Dritter wurde hinter Deutschland und Polen. Aber schon in der Gruppenphase mit tollen Ergebnissen gegen die deutsche Mannschaft ja respektabel gespielt. Hulen gegen Vertonghen abgefälscht und Vermaelen, große Erfahrung aus London von Arsenal, kennt die Premier League, kennt viele Gegenspieler heute, der Mann aus der Innenverteidigung neben Kapitän Kompany, McCarthy, wunderschön gelöst und Kompany. Willen, stark gemacht, aber dann nicht vorbeigekommen. Tor gemacht von De Bruyne. Fellaini, Hazard mal etwas Raum, aber sofort sehen Sie das. Die Viererkette hinten, davor 3-4 Mittelfeldspieler. Irland versucht den Raum dicht zu machen. Und das gelingt dann durch diese gute Verteidigung. Wiederholen. Ball nicht ganz kontrollieren können. Und wir sehen nochmal die Chance für Belgien. Die beste Gelegenheit durch Romelu Lukaku. Halbe Stunde gespielt, Partie.
etwas mühsam, etwas langsam, weil beide Mannschaften selten durchkommen. Belgien mit den besseren Ideen, Irland mit dem schnellen Spiel nach vorne, eben schon wieder der Pass für Hulan, der hier einmal die große Chance hatte vor den vielen irischen Fans, die heute wieder Stimmung machen. Das haben wir vor 4 Jahren ja schon gesehen in Polen, in Posen, beim großen Spiel gegen Spanien, als die Fans der große Star waren. Hier in Frankreich besteht die Möglichkeit, dass es noch viel mehr wird als Singen und Tanzen auf den Rängen, weil die Mannschaft 3 Punkte hat und damit, wenn sie Dritter wird, gute Chancen hat, das Achtelfinale zu erreichen. Fellaini. Durchgekämpft von Hazard und Witzel. Hazard wartet lange. Vertonghen. Axel Witzel, schöne Flanke, rausgeköpft. Von O'Shea vor Lukaku. Walters weiter für McCarthy. Und Aiden McGiddy. Also jetzt das Spiel in Bordeaux. Es geht dann weiter um 18 Uhr mit dem nächsten Spiel der Gruppe F. Wir laden sie jetzt schon mal ein mit dem Auftritt der isländischen Mannschaft gegen Ungarn. Heute Abend dann der große Abschluss dieses zweiten Spieltages, Portugal gegen Österreich. Wir sehen viele Bundesligaspieler, unter anderem ja auch den englischen Meister Christian Fuchs aus Leicester. Und dazu davor die Debütanten Island, die ja fast gepunktet hätten gegen Portugal. Später dann das Gegentor kassiert aus einem Traumfreistoß von Cristiano Ronaldo. Auch den werden wir heute Abend sehen gegen Österreich. Robbie Keane hat mal Raum und bringt die Flanke für Walters, die nächste Chance. Und es ist das nächste Tor durch Walters. Er macht das Tor, 3. Turniertor. Klasse gemacht, Aussetzer da von Vertonghen und Company. Reingesprungen, nicht zu verteidigen für Alderweireld. Und dann kommt Walters ran, leicht abgefälscht noch von Alderweireld. Angeköpft, meine ich, vom Verteidiger. Und dann ist Courtois machtlos. Irland führt, Belgien hinten. Und stand jetzt Belgien so gut wie ausgeschieden. Der große Favorit, die große Top-Mannschaft Belgien ist hier am Wackeln und steht kurz vorm Turnier aus. Und immer wieder Walters für Irland. So, da ist das Tor für die Mannschaft von Trainer O'Neill. Und was macht Irland jetzt? Sie können sich noch tiefer reinstellen, sie können noch passiver spielen und Belgien kommen lassen. Ob das gut geht, weiß man nicht, aber das ist Irlands Spiel. De Bruyne, Lukaku, nicht gut gespielt, nicht zu erreichen für Hazard und Fellaini. Also nochmal, Stand jetzt, Belgien sicher ausgeschieden, weil es ja gestern ein Unentschieden gab. Die beiden Mannschaften wären nicht mehr einzuholen, dazu auch Irland nach dem direkten Vergleich in jedem Fall vorne. Heißt also, Belgien muss ein Tor schießen. Das steht jetzt fest. Alderweireld, eben nicht gut, aber jetzt vorne weiter für Nainggolan, Lukaku und Vertonghen. Erste tolle Chance, Vertonghen, toll gehalten von Given. Der Verteidiger macht es, wenn sonst keiner aufs Tor schießt, mit Vertonghen. Eckball für Belgien, Aufgabe für Hazard. Dieses Spiel wird dramatisch werden. Belgien braucht dringend einen Treffer, um das Ausscheiden zu verhindern. Das wäre Stand jetzt nicht mehr möglich. De Bruyne, klasse gemacht. Nainggolan, ein Traumtor, Ausgleich. Durch Nainggolan, da ist es das erste Turniertor, toll gemacht, schöne Variante, abgelegt von De Bruyne und dann verwandelt Nainggolan, eiskalt gegen Given, keine Chance für den Torwart, doch behindert vom Mitspieler und deswegen nicht zu machen für Given, das ist das wichtige Tor für Belgien, sie haben es gebraucht, sie haben es gemacht, durch Nainggolan, der Mann aus Rom trifft und verhindert das Schlimmste für diese Mannschaft, nämlich das Ausscheiden. Raja Nainggolan mit dem ersten Turniertor für Belgien. Nicht getroffen gegen Italien. Und jetzt
auf der letzten Rille laufend in diesem ersten Durchgang das Tor für Marc Wilmots. Besserer Zeitpunkt hätte es nicht sein können für dieses wichtige Ausgleichstor. Aber jetzt aufgepasst, nächste Chance abgeblockt. McCarthy bleibt hängen an Vertonghen und Company. Lukaku. Nainggolan versucht direkt, abgeblockt von O'Shea. Nächste Chance, Fellaini, Witzel und die Chance, Lukaku! Vergibt einfach zu viele Gelegenheiten, Romelu Lukaku. Auch der Ball ans Außennetz. Das ist das Problem. Sie haben keinen Stürmer, der zuverlässig trifft. Dembele eingewechselt gegen Italien, auch nicht mit den Toren. Lukaku vergibt viele Chancen, Fellaini mit vielen Kopfbällen im ersten Spiel. Am Ende macht es der defensive Mittelfeldspieler Raja Nainggolan das wichtige Tor für die Roten Teufel aus Belgien. Hazard. Versucht sich durchzudribbeln, kommt nicht vorbei. Und jetzt ist Halbzeit in Bordeaux, überraschendes Ergebnis, 1:1, unentschieden zur Pause. Weil er dann führte, dann das wichtige Tor durch Raja Nainggolan für Belgien. Alles möglich in dieser Gruppe. Das Ausscheiden Belgiens zunächst mal abgewendet, aber trotzdem ein Punkt nach zwei Spielen. Viel zu wenig für den Titelfavoriten. Das also die Eindrücke des ersten Durchganges. Kurze Pause, gleich geht's weiter. Mitte Hälfte 2 im neuen Stadion von Bordeaux. Belgien gegen Irland.